Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Spor. Jawohl, und wir haben in der nächsten Folge ja schon ein bisschen ein paar abgeschlachtet. Ja, hier unten sind die ganzen Todeskreuzer oder Nester, die wir schon ausgeschlachtet haben. Und ich möchte jetzt einfach mal mich nochmal neu entwickeln. Vielleicht können wir ja jetzt schon ein bisschen Zeug bekommen, weil in der letzten Folge haben wir auch einen weiteren neuen, was heißt neuen? Wir haben das Gehirn etwas vergrößert, wir sind etwas schlauer geworden, ja. Und schauen wir mal. Jetzt legt er wieder ein Ei. Wir haben noch keinen Ostern eigentlich. Naja. Auf jeden Fall können wir wieder neue Teile machen. Sehr gut, aber Mund haben wir immer noch keinen, wo beides drin ist. Leider nicht. Da müssen wir weiter suchen nochmal. Aber Hörgang. Also, nee. Knuppel. Ist einfach Stufe 1. Greifen. Greifen, vielleicht haben wir noch was anderes da. Greifen. Die sind ein bisschen komisch. Vielleicht haben wir neue Hände. Greifen, schlagen. Okay. Das hat ja drei Eigenschaften. Das wäre natürlich noch besser. Deswegen nehmen wir mal den hier. Also die Hände sind jetzt natürlich ein bisschen groß geraten. Das werden wir mal ein bisschen ändern. Genau. Sieht schon ziemlich cool aus. Füße können wir auch nochmal gucken. Ja, also Glimpfüße mag ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Was für Füße? Wir haben die Füße. Die Füße sind, glaube ich, am besten. Ah ja, Füße haben wir hier nochmal. Geschwindigkeit. Was haben wir da? Ah, das sind jetzt bessere Füße. Dann werden wir die Füße. Oh, die sind ja echt mega. Die sind ja echt mega groß. Machen wir mal ein bisschen kleiner, genau. Müsste so. Sieht ein bisschen komisch aus, aber passt schon. So, was haben wir da noch? Bezaubern. Springen. Bezaubern, Gesundheit. Da Gesundheit. Springen wäre ziemlich cool, ne? Was ist das eigentlich? Was haben wir da eigentlich gemacht? Ich glaube, das war einfach nur Hörgang oder so, ne? Kann das sein? Ja, das war einfach nur Style-Technik, deswegen tun wir die mal weg. Und werden natürlich mal die hier nehmen. Und zwar tun wir dann hier. Ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Es sieht jetzt alles wie Dumbi. Aber. Oh, so. Und dann vielleicht ein bisschen. Nein, größer nicht. Kleiner auf jeden Fall. Ja. Man kann dann nämlich auch springen. Und springen ist doch eine sehr coole. Na, wenn das jetzt mal ein bisschen. Kann das nicht noch ein bisschen kleiner sein? Okay, so. Ja. Okay. So würde ich das erstmal lassen. Kann man vielleicht da noch etwas nehmen? Nein. Da auch nicht. Da auch nicht. Okay, Augen vielleicht. Augen sind auch noch so ein bisschen rar bei uns. Ja, die Augen sind ja auch übelst kacke irgendwie. ja. So wie ich den habe, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Es fehlen halt uns noch ein bisschen mehr Teile. Jetzt gucken wir mal, ob wir eine andere Farbe nehmen können. Ich fand die Farbe eigentlich ganz cool, aber süß und schrecklich. Wir lassen die Farbe so. War schon um beenden. Ich finde die eigentlich ganz cool. So ein bisschen bräunlich, so.
Was ich vielleicht nochmal ändern, nochmal die Arme. Die sehen so ein bisschen aus wie Popeye. Er hat auch so übelst Unterarme, die sind dann so ziemlich dick. Wer Popeye nicht kennt, einfach mal googeln oder so. Das war halt einer, der hat, der hat halt Spinat gegessen und dann wurde der stark und er hat dann alle seine süße Mädchen wieder von dem anderen Piraten gerettet. Ganz cool. Also da müsst ihr euch mal echt mal anschauen. Benutzt deine Übersichtskarte, um dich durch die Welt zu bewegen. Das machen wir erstmal. Bezaubern. Okay. Jetzt können wir alles singen, tanzen, bezaubern, positionieren. Und da fehlt. Was ist das eigentlich das letzte? So. Den müssen wir jetzt erstmal hier. Positionieren. Ach ja, das kennen wir ja. Ich glaube, das. Ja, genau. Das war das Problem, was wir damals mal hatten. Aber jetzt weiß ich ja, wie es ist. 19, das ist genau. Tanzen, bezaubern, tanzen. Und das haben wir jetzt. Gut. Dann komm zu uns. Jetzt sind wir zu zweit. Und machen die Welt unsicher. Hallo Freund, du hast deinen Rudel mit deinen Retterin zugefügt. Du kannst jetzt jagen, singen, tanzen, über die Wiese hüpfen. Was du machst, mach sie nach. Was du machst, machen sie nach. Ach so. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, jetzt sind wir zu zweit. Komm mal mit, mein Freund. Werde nochmal da hinten nochmal alles absehen, ob da noch was irgendwas ist. Aber da waren wir schon eigentlich schon. Wir müssen eigentlich mal in die andere Richtung gehen. Weil da oben sind auch noch welche irgendwie. Da können wir ein bisschen sprinten. Können wir hüpfen? Wie kann man hüpfen? Kann man bei Sprinten hüpfen? Oh Gott, ist. Das war die, glaube ich, nicht. Das war die da unten, glaube ich. Und 15. War es auch nicht. Okay. Mal gucken, ob wir da noch irgendjemand noch finden, den. Sollen wir da Muscheln? Muscheln brauchen wir nicht. Die kann man zwar einsammeln und anderen Dorf sozusagen das geben, dass sie beeindruckt sind, aber das brauchen wir erstmal nicht. Was haben wir da? 19, die sind aggressiv. Probieren wir es mal. Komm. So. So, dann Attacke. Weil das sind zumindest noch andere Teile. So. Dann werden wir den nochmal angreifen. Kriegen gerade mächtig auf die Nase. Aber müssen wir hinkriegen. Den helfe ich auch noch kurz. Sehr gut. Was haben wir jetzt? Sehr schön. Da gibt es noch ein paar Teile, die wir noch mitnehmen können.
Sehr schön. Ist noch ein Teil. Sehr schön. Und dann noch ein Teil. Sehr schön, noch ein Teil. So. Dann hätten wir das da auch. Kann man das nicht ein bisschen... Achso, ich meine die Karte da unten. Kann man nicht eine Karte öffnen oder so? Nein, das ist das nicht. Recording? Nee, das ist eine Aufnahme. Oh, das war gerade ein Foto. Nein, das kann man auch nicht. Meine Sammlung. Meine Sammlung? Aha. Da kann man dann gucken, wo das ist. Kann man dann zum Beispiel, wenn wir die haben wollen. Kann man es nicht. Und da kann man sehen, was man schon hat. Ah, dann brauchen wir nicht jedes Mal in die Dings gehen, ne? Greifer haben wir jetzt die neu bekommen. Okay. Darlings. Da, ja genau, da haben wir da noch ein bisschen. Alter, das sieht ja übelst geil aus. Sprinten. Sprinten und Geschwindigkeit. Ist Stufe 2, ne? Das ist auch schon ganz nice, ja. Aber schade, dass man das dann nicht an der Dings. Dass man das nicht markieren kann und dass es dann auf der Karte markiert wird. Was ist da jetzt? Achso, du bist. Aha, okay. 32, da sollte man wieder zurückgehen. Ach ja, Shift war das, genau. Da ein bisschen gucken, ob da noch was ist. Vielleicht da hinten nochmal was. Ich muss mal ein bisschen hier, dass man so ein bisschen die Übersicht behält. Dass wir auch ja eine schöne große Sichtfeld haben. Da haben wir auch schon alles. Okay. Dann wollen wir mal so hier zurückgehen. So hier, genau. Und dann gucken wir mal da, ob wir auch noch da was finden. Was ist da eigentlich? Da ist auch noch ein Nest, oder? Oder was ist das hier? Aua, aua, aua! Ah, das war die vorhin. Okay, die können wir jetzt noch abschlachten. Wunderbar. Ah, da müsste es auch ein Nest sein. Grundlag. Ah, okay. Die haben auch schon alles. Dann würde ich sagen, wir gehen mal dahin. Ah, cool, man kann auch direkt dann dahin. Das ist ja cool. Das ist echt cool. Dann würde ich sagen, wir gehen mal dahin, ja. Wenn wir auf dem Weg dahin noch irgendwas finden täten, wäre das ziemlich cool. Das sind 8, genau die, die tun wir jetzt. 15. Wir sind 19. Das muss eigentlich schaffbar sein. So, und dann zack. Auf geht's! Wenn wir halt sterben, dann sterben wir halt. Was hat der denn geworfen? Oh, wir haben ein weiteres Gehirn. Oh ja. Jetzt ist unser Gehirn noch größer. Sehr schön. Mehr Eleganz, das nächste Schritt Richtung Bewusstsein. Dein Gehirn ist größer, dein Status ebenfalls. In deinem Ruhl ist jetzt Platz für 2. Sehr geil. So. So, den machen wir noch platt.
Wir haben schon 29. Jetzt können wir hier die alle abfischen. Den nehmen wir, den kleinen hier. Sehr schön. Sehr cool. Erstmal was essen. Und dann war es das eigentlich für die Folge schon eigentlich. So schnell eigentlich wieder. Ich könnte eigentlich Stunden verbringen. 32. Das ist nicht so schön. Dann würde ich sagen, werden wir diese Folge mal mit unserer Rundungstour. Wir haben jetzt heute wieder viel geschafft. Und dann würde ich sagen, lasst mir da eine Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dahin.